Ich weiß genug, um eine Vorstellung von eurem Schmerz zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Faber, wo soll ich denn bitte mein Pferd anbinden? Es ist Walter. Er sucht nach mir. Kommt mit mir nach Kingsbridge. Man wird sich dort um euch kümmern. Das sollte gehen. Ich hätte ihn durchgeben sollen. Walter. Schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. William wäre sehr erfreut, wenn ich ihm deinen Kopf brächte. Selbst nach all diesen Jahren. Nein! Tu ihr nichts! Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie hat mich vor dem Sturm gerettet. Ach, hat sie? My Lady, wir müssen zurück zur Burg. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Elizabeth bleibt bei mir. Nein, das wird sie nicht. Danke, dass ihr mich gerettet und vor diesen Leuten geschützt habt. Jetzt kommt. Wir müssen weiter. William wartet. Schade, ich hätte ihr denn durchgeben sollen. Williams Ehefrau untersuchen. Über Williams Ehefrau. Notizen von all jener aus dem Jahre 1154. Hat meine Zurückweisung William so verbittert, dass so viele Jahre ins Land zogen, in denen er nichts mehr von einer Ehe hören wollte? War ich der Grund, dass er erst so spät geheiratet hat? Nach meinem Treffen mit Elizabeth fand ich heraus, dass sie die Tochter von Harold von Weymouth ist, einem wohlhabenden Ritter und Unterstützer von Stefan. Sie war erst 14, als sie William heiratete. Bischof Walleran traute das Paar in der Kathedrale von Shiring und jeder von Bedeutung hatte dem großen Fest beigewohnt. Elizabeth ist ein sanftmütiges Mädchen und fühlt sich bestimmt geehrt, als Frau des Grafen auserwählt worden zu sein. Ich wage es nicht, mir vorzustellen, dass sie, was sie durchmachen musste. Einen weiteren Grund, William ein für allemal das Handwerk zu legen. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 17, der Sturm. Was du getan hast. Du hast deine geheime Kammer unter der Kathedrale gefunden. Du hast gestanden, dass du die Kathedrale angezündet hast. Williams Buch trifft bei der Kirche auf heftige Kritik. Damit habe ich auch nichts zu tun, ich habe das Buch noch nicht geschrieben. Der Krieg zwischen Mathilde und Stefan hat ein Ende gefunden. Du hast Elizabeth reingeholt, nachdem du die Hütte betreten hattest. Du hast sie mit einer Decke gewärmt. Du bist still geblieben, als Walter die Hütte betreten hatte. Ist das nicht eher eine Zusammenfassung? Das ist nicht, was ich getan habe, sondern da sind auch Sachen bei, die ich habe nicht tun können, sondern die so waren. Naja, aber wir akzeptieren das. Natürlich akzeptieren wir das. Kapitel 18. Outlaws. Lieber Francis, die Briefe, die ich dir in den letzten Jahren geschrieben habe, könnten ein ganzes Buch füllen. Aber nur du weißt, was meine Worte in diesen Briefen besagen. Anders ist es mit dem Buch, das ich geschrieben habe. Es hat seinen Weg in die Klöster von England gefunden und sogar darüber hinaus. Wegen meines Buches werde ich wohl mit Bischof Henry sprechen müssen. Aber das ist nicht das Einzige, was mich heute Nacht wach hält. Deckung in der Krypta, ja. Hinter einer Mauer in unserer Krypta hat Jack eine verborgene Kammer entdeckt. Wir wissen nicht, wer sie geschaffen hat. Aber es scheint so, dass Prior James sich dort versteckt hat, nachdem er angeblich ertrunken war. Das heißt, dass er noch lebte, als wir uns an Neujahr in Kingsbridge trafen. Dem Tag seiner Beisetzung. Und Jack sagte mir, er habe in der Nacht, als die Kirche abbrannte, einen Mann darin gesehen. War das James? Und wenn ja,
Ist er in jener Nacht in der Kirche verbrannt? Gute Frage. Der Staubsturm und die Dürre fordern ihren Tribut von uns allen. Dank unserer Stadtmauer sind wir sicher vor dem Grafen und den Outlaws. Wir hören von Überfällen in der Umgebung. Wir glauben, dass William Hamleys Männer die Angreifer waren. Wir haben genug Vorräte, um noch ein paar Wochen auszuhalten. Aber das Leben ist zum Stillstand gekommen. Martha glaubt, es wird bald Regen geben. Dass der Sturm nur ein Vorbote des Regens ist. Ich hoffe, sie hat recht. Immer das Gleiche. Immer die gleiche Bewegung. Bleib über das Buch. Jonathan sorgt sich wegen meines Buches. Geil. Die göttliche Seele. Jo. In Winchester hat er gehört, dass Bischof Henry nicht erbaut war von dem, was ich geschrieben habe. Ich bin nicht so naiv zu tun, als wüsste ich nicht, warum. Ich schrieb, dass die Hoffnung göttlich sei. Und da Gott uns alle geschaffen habe, seien Hoffnung und Heil nur in uns selbst zu finden. Mhm. Henry verkauft Hoffnung. Und ich gebe sie ihnen kostenlos. Wenn die Kirche mich auffordern sollte, meine Position klarzustellen, werde ich das natürlich tun. Aber ich spüre, dass ich den Menschen in diesen schrecklichen Zeiten geben muss, was sie brauchen. Und wie könnte ich etwas anderes schreiben, wenn es das ist, was ich wirklich glaube? Beende den Brief. Ja, macht Sinn. Es muss weit nach Mitternacht sein. Ding, ding. Jetzt, da ich dir schreibe, sollte ich aufrichtig sein. Denn etwas liegt mir auf der Seele. Jack hat gesagt, dass er für den Brand in Kingsbridge verantwortlich sei. Ich weiß, es ist alles sehr lange her. Er sagte mir, er habe das Dach in Brand gesteckt, damit es Arbeit für seinen Vater Tom gibt. Ich glaube, Tom wusste es auch nicht. Mein Gott, rettet euch! Den Heiligen, wir müssen den Heiligen Adolphus retten. Feuer, das ganze Dach steht in Flammen. Mein Gott! Geh da nicht rein! Adolphus, der Heilige, wir müssen ihn retten. Nein, nein, geh nicht! Und so schrecklich es klingen mag, ich kann Jack in meinem Herzen nicht einfach vergeben. Vielleicht, weil dieses Geständnis so spät kommt. Und von einem Mann, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das ist die Wahrheit. Ich sollte an die frische Luft gehen, Francis. Der Sturm hat sich gelegt. Gut. Ihr habt gerade das Speichern-Symbol gesehen. Ihr wisst schon, was kommt. Ich verabschiede mich aus dieser Aufnahmesession und wünsche euch noch eine gute und schöne Restquarantäne. Bleibt es nicht zu doll. Die Zahlen sinken. Sagen. Also jedenfalls bei diesem Aufnahmedatum. 6. Februar. Sinken die Zahlen, also. Das sind jetzt 3 Stunden Aufnahme. Ja, 12 Folgen. Ich hoffe, dass in 12 Tagen Zahlen auch noch sinken. Also am 18.02. und eventuell diese Folge. Mal Daumen. Ja. Naja. Ich sag mal. Bis dahin. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu Ken Follett, The Pillars of the Earth. Und gehen weiter. Noch mal ein bisschen ausrichten. Ich habe das Gefühl, da ist es näher. So. Achso, ja, stimmt. Einmal drücken.
Gut, spielen wir weiter. Kapitel 15 waren wir, glaube ich. Oder 17 oder so. Vertritte die Beine. Hallo, da Notizen. Habe meine Predigten niedergeschrieben. Sie wurden zu einem Buch. Sollte ich nicht schreiben, was ich glaube? Ich kenne sie auswendig. Er kennt sie sogar Jonathan auswendig. Jonathan bestand darauf, sie aufzubewahren. Was für ein Typ. Okay. Kopien meines Buches. Habe eine Henry zum Geschenk gemacht. Jetzt droht er mir. Ich will nicht in meinen eigenen Schriften schwelgen. Okay. So, was haben wir noch? Brief. Der zweite Brief diesen Monat. Ich vermisse Francis. Später. Okay. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. So. Okay. Verlasse das Priorzimmer. Die Kathedrale sieht schon echt krass aus. Also, Jack ist noch bei der Arbeit. Vielleicht kann er auch nicht schlafen. Und erkennt er das? Und weil hier drin Licht an ist eventuell. Ist das ein Lichtschein hier? Bin mir nicht sicher. Und hier noch Gräber. Hier liegen sie alle und warten. Eure Freunde, die vor mir gegangen sind. Wenn meine Zeit kommt, werde ich sie wiedersehen. Wenn James beim Brand umgekommen ist, was ist mit seinen sterblichen Überresten? Er wurde nie christlich bestattet. Und das ist Jacks Schuld. Eine prachtvolle Kathedrale. Aber ich wäre mit der alten mehr als zufrieden gewesen, wäre sie nicht abgebrannt. Wow. Läuft jemand? Hallo? Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Was da? Ist da noch jemand? Jack hatte sich selbst übertroffen. England hat nie eine Kathedrale wie diese gesehen. Das kam aus der Küche. Gucken wir gleich. Oh, ihr seid es. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wart ihr das? Nein. Aber ich habe es auch gehört. Vielleicht ist Aliena zurückgekommen. Nein, sie schläft. Sie ist schon vor ein paar Stunden angekommen. Verdammt! Jack! Entschuldigung, da ist jemand in der Küche. Ja, ich glaube, du hast recht. Bleibt hinter mir. Ich gehe voraus. Okay. Wer ist in der Küche? Es ist jemand hier drin. Ja. Hi. Seid ihr blind? Sie wollen vermutlich nur was essen. Ich rede mit ihnen. Gut. Outlaws, sie sind gezwungen zu stehlen. Schreckliche Zeiten. Wie verzweifelt sie sein müssen. Ja, quatschen wir mal mit denen. Bitte. Hört mir zu. Oh. Wir wollen euch nichts Böses. Philipp, seid vorsichtig! Verdammt! Philipp, werft mir einen Stein zu! Oh, oh. Och, geschafft. Boah, Manometer. Ah! Jack, nein! Ich kenne ihn. Bruder Markus. Bruder Markus? Er hatte Cuthberts Schlüssel genommen, um Essen zu stehlen. Hier, aus der Küche. Ich habe es Remigius berichtet. Markus lief weg,
Wir haben ihn nie mehr gesehen. Sieht so aus, als wäre er wieder da.